Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer ganz kleinen Repaint-Vorstellung. Und zwar geht es um die Baureihe 642 von der Maintalbahn mit einem Repaint von meinem guten Freund Team Cat Gaming hier für die Westfrankenbahn 642 194-5. Und da seht ihr schon, die eine Hälfte des Triebzuges ist hier verkehrsrot und die andere Hälfte ist hier in diesem türkis-grün-blau. Wir verbinden Hessen und Bayern, die Bembel im Karlgrund, was auch immer das genau heißen soll, weiß ich nicht. Aber hier RMV, also sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wir haben auch hier an der Seite die entsprechenden Details. Ich weiß nicht, ob das hier ein kleiner Fehler ist im Repaint vielleicht. Mein Lieber, falls du das siehst, gerne in die Kommentare. Ansonsten kann ich mir aber vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich irgendwie realistisch ist. Wir sehen ja auch hier so ein paar angedeutete Sticker, vermutlich ist es sowas. Und wir sehen natürlich auch hier die ganzen Details am Rand des Wagenkastens. Die Bezeichnung 649-3 DDB BPD. Hier die ganzen Bremsanschriften, Länge über Puffer und all das Zeugs. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, aber da kann der Cat Gaming auch nichts dafür, ist, dass halt hier vorne, also hier in diesem Bereich, das DB-Logo fehlt. Aber es liegt eben daran, dass es nicht repainted werden kann im Livery Editor, also dieser Bereich hier. Dementsprechend ist das halt leider so, dass das hier so ein bisschen leer aussieht. Ja, hat so ein bisschen so, ja, es fehlt einfach was. Aber wie gesagt, da kann der Repainter nichts für, sondern da ist es tatsächlich so, das liegt dann an DTG in diesem Fall, dass es halt nicht anders gelöst werden konnte, leider. Aber das ist halt so, wie es ist. Ansonsten hier RMV-Logo. Wir fahren für das Bahnland Bayern. Ich glaube, das müsste die Logomod sein, die dann auch dafür gebraucht wird. Auch hier für das DB-Logo. Und hier auch auf der Seite sieht auf jeden Fall herrlich aus. Wir können es mal von der anderen Seite angucken, ob es da irgendwie anders aussieht. Nö, sieht halt auch so aus. Genau. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Wir können mal hier, das ist ein ganz kleines Mini-Szenario im Fahrplan, wo wir, glaube ich, einfach nur den Zug hier bereitstellen müssen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau. Das können wir mal eben machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Können den Fahrtrichtungswandel in die Vorwärtsstellung setzen, Federspeicherbremse lösen. Lassen wir jetzt erstmal nicht einsteigen drin, weil ich nicht genau weiß, wohin der Zug dann fährt. Wobei, wenn der hier nach Miltenberg fährt, fährt er vermutlich gleich wieder zurück nach Aschaffenburg. Von daher können wir das schon mal einstellen hier. In der ZZA. Genau, Aschaffenburg, RB88. Das passt soweit. Und dann PZB lassen wir mal aus, weil wir, ja, weil das, wie gesagt, jetzt einfach nur eine ganz kleine Bereitstellungsfahrt sein soll, mehr nicht. Wir fahren jetzt auch nicht schneller als 25, von daher dürfte das auch, glaube ich, voll in Ordnung sein. Könnt schon mal das Licht würde ich gerne anmachen, die Instrumentenbeleuchtung, ja, können wir schon mal bereitstellen. Leuchtmeldertest, ja, funktioniert alles hervorragend, Magnetbremse, Sandstreuer. So, einmal hier Leistung auf 0 gesetzt. Wo können wir eigentlich das Licht für unsere Fahrgäste anschalten? Das können wir, glaube ich, hier anschalten, ne? Also wenn wir hier, also ich gehe mal erstmal hier auf schwarz. So, da nicht. BP. Traktionsmotor oder Klimalicht. Und dann Licht ein. So. Hier fährt schon der Kollege aus. Also ihr seht, die Repaints spawnen auch tatsächlich in den Fahrplan. Da noch einer direkt. Okay, die Spawnhäufigkeit ist doch recht hoch. Ich weiß nicht, wie viele Züge es in dieser Lackierung gab, ob es nur ein einziger war oder doch mehrere. Aber ja, eure Repaints spawnen auch tatsächlich. Immerhin zwar ein bisschen viel, aber es sieht auch irgendwie hübsch aus. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen bunter, wenn man dann auch mehrere Repaints hat. Vermutlich kommt dann noch mehr im Creators Club. Und wenn es mal wieder irgendwas Schönes gibt zum Vorstellen, werde ich euch das auch bestimmt zeigen. So, und dann halten wir mal hier vorne an. So, lassen noch ein bisschen rollen. Hier
unsere Fahrgäste wollen schon sicherlich einsteigen. Ja, noch ein Stück. Eigentlich können wir aber auch ehrlicherweise hier jetzt schon anhalten. Wir müssen gar nicht so sehr bis direkt vor Signal vorziehen. Ja. Machen wir auch. Hervorragend. Ziel erfüllt. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Link zu dem Repaint natürlich in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob ich das zu Beginn gesagt habe. Falls nein, jetzt aber auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und natürlich auch alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.